Der irische Musiker Mark Sheahan ist im Alter von 46 Jahren nach einer kurzen Krankheit verstorben. Das gab seine Band The Script bekannt. Der irische Musiker Mark Sheahan ist tot. Der Mitgründer und Gitarrist der Pop-Rock-Band The Script starb im Alter von nur 46 Jahren. Das gab die Band in einem kurzen Statement auf der offiziellen Instagram-Seite bekannt. In dem Post heißt es, dass Sheahan am Freitag in einem Krankenhaus nach kurzer Krankheit verstorben sei. Über die genauen Todesumstände ist bislang nichts bekannt. Sheahan fehlte bereits im Jahr 2022 bei der US-Tour. Sänger und Frontmann Danny O'Donoghue, 42, sprach damals in der Sunday World davon, dass sein Kollege aus familiären Gründen nicht dabei sein könne. O'Donoghue und Sheahan gründeten die Band einst gemeinsam in Dublin. In ihrer Heimat Irland schafften es alle bislang veröffentlichten 6 Alben auf Platz 1 der Charts. In Großbritannien gelang das immerhin 5 ihrer Studiowerke. Der größte Hit von The Script ist bislang zweifelsohne der Song Hall of Fame aus dem Jahre 2012. Die Kollaboration mit dem US-amerikanischen Rapper Will.i.am, 48, schaffte es auch in Deutschland auf Platz 1 der Single-Charts und war der Titelsong von Til Schweigers Kinohit Coco W2. Ruhe in Frieden in Dankbarkeit.